Hallo liebe Pokéfreunde, Ubido wieder hier und wir wollen weiterhin mit diesem Team Expert erreichen. Und ja, wir gehen rein in den Kampf. Nur noch 51 Abos zu den 700 Abos. Und dank euch werde ich das wahrscheinlich bis zum April schaffen. Wie gesagt, ohne euch würde ich es nie schaffen. Ein Content Creator ist nichts ohne seine Zuschauer. Dafür vielen Dank. Und jetzt wollen wir ein paar Gegner versuchen zu zerlegen. Mit dem Team hier. Kampf beginnt. Pikanokeol. Maxax gegen. Mag ich nicht. Wir gehen in den Metaross. Das ist okay. Das ist sehr okay. Weil wir werden hier nicht schön. Weil ich kann dann runterfahren. Er muss hier schilden, genau. Ja, schon Schuss 1, genau. Jo, mach. Mach mal. Ja, war gar nicht so doof, Spiegelsalbe einzusetzen, aber Spiegelsalbe ist keine starke Attacke. Wir lassen die Wechseluhr erstmal runterticken, wir werden nichts schilden. Vielleicht ist ein Gyarados noch hinten. Ja. Ja, mach. Mach, wenn es dich glücklich macht. Okay, jetzt kommt ein Stromschuss. Danke, dass ich rüberkomme. Drachenklaue kommt. Macht auch gut Schaden. Und ein Relaxo kommt. Ja. Warum war das irgendwie klar? Ja, das war irgendwie klar. So, jetzt würde ich sagen, schön mal. Okay, er geht immer auf Body Slam, interessant. Das wird noch richtig eklig hier. Vielleicht gehen wir jetzt ein Schild? Maybe? Nein? Dann gehen wir rüber. Ah, der macht zu viel Druck. Der macht einfach zu viel Druck mit Sofortattacken. Eine Angriffssenkung wäre nice. Ja, keine Chance. Keine Chance gegen Dragoran hinten noch. Also vorne. Schwierig. Ja, hätte auch eh nicht gereicht. Ja, jetzt kriege ich die Senkung. Ich hätte die vorher gebraucht, aber okay. Ah, Relaxo ist so mies, ne? Ich wäre auch nicht zu zwei Drachenklauen gekommen. Das ist das Problem. Konnte zwar Magnezone runterfarmen, aber ja. Ich hätte Schilde ziehen müssen. Ja, der Gegner geht auch nur auf Body Slam, ne? Das war auch das Problem daran. Und er ist leider auch gleichzeitig rübergegangen. Wäre ich mit Magnezone drin gewesen? Ja, ich war abgeschwächt, ne, schon. Ja. Gyarados, okay. Ja, wir lassen durch.
Knöscher mussten wir überleben. Oh. Ja. Wir kommen nicht nochmal zum Sternhieb. Das ist auch nicht schlimm. Vielleicht kann Magnesone sweepen. Wir wissen es nicht. Wir müssen erstmal Dexuhr runterlaufen lassen. Wenn Stalobor hinten ist, ist es doof. Ja, hier können wir erstmal da lassen. Ist sogar Knöscher. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er auf Knöscher geht noch. Dann gehen wir auf Nachthieb. Der sollte eigentlich reichen. Mal sehen, was jetzt hinten ist. Jetzt zweimal. Ach, come on, er geht hier rein, ne? Ja, Drachenklaue. Warum immer Dragoran? Ja, das kann ich nicht gewinnen. So eine Teams sind echt ätzend, wenn ein Togekiss vorne ist und dann noch. Ah! Ich hätte gleich in Magnezone hier gehen sollen, ne? Ja, ich muss schilden. Ich muss leider jetzt schilden. Ja, ich kann das nicht gewinnen. Ich kann das nicht mehr gewinnen. Ja, leider kommt der Charme noch durch. Ich konnte leider nicht rechtzeitig wechseln. Ja, das brauchen wir hier nicht schön. Oh, ich hasse solche Gegner. Ja, den Boost hätte ich jetzt hier nicht gebraucht. Oh, wäre ich mal drin geblieben, ne? Aber wer denkt denn bitteschön, dass er mit Dragoran reinkommt? Oh, ich hätte das so ausspielen können, ne? Ja, ärgerlich. Ja, Dragoran gegen Magnezone ist nicht mehr so eindeutig. Magnezone ist wirklich eher so gegen Gyarados gut, gegen Feen gut. Aber das war's auch fast schon. Vielleicht hätte ich gleich in Magnezone gehen sollen. Ich habe immer halt Angst, dass hinten dann ein Stalobor lauert und. Ja, Stalobor nicht schön. Stalobor ist einfach nicht schön. Für Magnezone. Die Führungen sind nicht gut. So, dann gehe ich diesmal hier rein. Er bleibt zumindest drin. Und ich hätte einsetzen sollen, ne? Das ist eine Drachenklaue, perfekt. Und wir locken das Vieh raus. Das ist gut, da brauche ich nicht unbedingt den Wechsel holen. Dann hat er kein Stalobor. Wir gehen jetzt hier auf Stromstoß. Perfekt. Gehen auf den nächsten Stromstoß. Okay. Er hat 100 pro Gyarados hinten. Ja, leider konnte er sich Energie farmen, aber ist nicht schlimm. Diesmal schön war auch. Ja, das war diesmal ein guter Schild. Ja, das ist gar nicht so verkehrt.
Hier darf ich nicht chillen. Ich muss mein Schild für Metagross aufbewahren. Ja, Stromstoß tut weh, wissen wir. Ich muss doch schilden. Ja, ich muss doch schilden. Ich muss hier die Drachenklauen rauskriegen. Ich hoffe, dass ich vorher zur Attacke komme. Rauswechseln wäre jetzt gut, ne? Oh, bitte krieg nicht viel Farm. Oh. Bitte überlebe Kraftkoloss. Bitte einfach überleben. Oh, es ist so knapp. Ich hätte gegen Magnesone noch einfach farmen sollen, ne? Okay, wir überleben. Wir. Perfekt. Ja, es ist zum Glück nur neutral. Aber hier muss man echt im Moment schwitzen. Dragoran ist weg. Ja, Dragoran ist halt richtig gut geworden, ne? Aber halt gegen Feen-Pokémon nicht. Ja, Magnuson könnte ich auch eigentlich mal langsam mit dem Fair sitzen, aber ich hasse Feen. Also Scham hasse ich zumindest. So, Slowking 002. Hat schon Expert erreicht. Das ist ein... Ja, für mich eher besseres Matchup. Muss nur aufpassen, dass er nicht abfängt. So, wir setzen ein. Nachthieb kommt. Und wir schilden. Perfekt. Ich hoffe, er lässt die Drachenklaue durch. Perfekt. Dann gehen wir rüber. Und farmen hoffentlich runter. Das wäre nice. Ja, Knoscher ist mir so egal, dass du das machst. Ich hoffe, wir können eher runterfahren. Ich kann nicht chillen. Ich kann einfach jetzt nicht chillen. Bitte reicht nicht aus. Okay, Magnesone hält einfach nichts aus. Schwierig. Was kommt rein? Bitte kein Fee, bitte kein Fee, bitte kein Fee. Okay. Oh, dann ist ein Stalobor oder so hinten. Irgendwas Ekliges. Er würde sonst nicht chillen, oder? Okay, was ist das? Und ich gehe drauf Drachenklau. Aber ich muss rüber, 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 ich muss rüber. Und der schildert nicht. Ah, verdammt, das ist verloren. Und er schildert einfach die Drachenklaue nicht. Ja, Stalobur hinten war klar. Ja, das Problem ist, der Schlagbohrer reicht gleich aus. Das ist das Problem daran. Zwei Sternhiebe hätten jetzt gereicht, aber den Schlagbohrer überlebe ich nicht mehr. Doof. Ach, Mist. Dabei habe ich das doch gar nicht mal schlecht gespielt. Na, hier ist echt schwierig, auf Expertgrad zu kommen. Hm.
Diese Stahlobor ist nervig. Kampf beginnt. Woody GRX. Okay, die Führung ist wieder okay. Problem ist, ich muss wieder hier einmal chillen, ne? Wenn er drin bleibt. Oh, ich überlege noch zu lange, ne? Ich überlege einfach zu lange. Nee, erstens schilde ich nicht. Geh ruhig auf Erdkräfte. Ist eh nur sein Grab. Aber wenn ich das noch überleben könnte, das wäre nice. Überlebe ich das noch? Das ist ein Sandgrab. Ja. Aber das überlebe ich nicht. Verdammt. Dann gehen wir hier auf Drachenklaue. Und gucken, was gleich reingesteppt kommt. Was kommt rein? Was kommt rein? Was kommt rein? Was kommt rein? Ich habe immer einen Schildvorteil. Okay, du kommst trotzdem hier mit rein. Wisst ihr was? Könnte vielleicht doof sein. Ich gehe jetzt hier rein. Okay, es ist ein eigenes Max-Hack. Nein. Oh. Ja, ich muss irgendwas schön. Zumindest ein Schild mache ich. So. Ja, Ja, das ist leider auch verloren. Oh, warum kein Draugran? Ja, warum nicht einfach ein Draugran hinten? Ja, ich krieg dich noch weg, aber das Metagross nicht. Das Metagross leider nicht. Ja, weil er auch einen Sternhieb ready hat. Ach, es ist so zum Kotzen, Leute. Na, jetzt brauche ich zwei Sets mit 4 zu 1. Also, wenn ich jetzt ein 4-1 schaffe oder 5-0, was ich zwar nicht so gerade glaube, dann. Ja, dann würde ich Expert natürlich schaffen. Aber dann würde ich auch ein drittes Set machen. Voraussetzung ist jetzt ein 4-1. Mindestens. So, Dendstorm X. Okay, Maxax gegen Maxax ist okay. Identische WP ist auch okay. In dem Fall habe ich jetzt den Gleichstand gewonnen. Ich glaube, bei dem nächsten gehe ich einfach auf Nachthieb blind. Also nicht blind, aber falls er, ne? Genau deswegen. Okay, da hätte ich doch trotzdem Drachenklaue drücken können. Oh, wären zwei Drachenklauen wieder besser gewesen. Ja, das ist gut, dass er hier einsetzt. Und mal glupschen.
Er hat Nachtzug ready, das ist das Problem. Ja, hier zu schön Squatsch. Und wir holen gleich aus, um Schaden zu machen. Hoffe ich. Ja, es war nämlich klar, dass er... Ah, oh, das ist wieder so eine doofe Situation gerade. Wird er das schön? Ja, noch einmal machen. Könnte doof sein, auf Magnuson abzufangen. Aber wir haben fast da eine Attacke ready. Ja, er hat sich eine Attacke gebunkert, ne? Ach, come on, ich hasse Feen. Es ist eine Säusestimme, okay? Ja, ich komme aber nicht rüber. Das ist das Problem. Ja, verloren. Einfach verloren gerade. Es ärgert mich gerade. Ja, und hier reicht diese Stimme leider auch. Och, come on. Ja, hätte aber auch mit Maxax noch eine Attacke erreicht. Und in solchen Fällen wäre auf Magnuson die Lichtkanone noch nicht schlecht. Ja, die braucht halt wieder so lange zum Aufladen und Magnuson hält halt nicht viel aus. So, Danny Earhart, 1907. Ich kotze heute im Strahl, Leute. Diesmal gehe ich hier rein. Es sollte ja zwei Stromstöße erreichen, oder? Mit Glück. Wir gehen direkt immer auf Stromstoß. Okay. Ich darf nicht schilden. Ich darf hier nicht schilden. Ich muss drauf hoffen, dass Macho das regelt. Wieder raus. So. Hier muss ich einen Nachtdieb raushauen. Der Gegner wartet auch gar nicht auf Wechseluhr. Was ich gar nicht toll finde. Und rüber. Und ein Maxaxe. Hättest du nicht gegen Magnuson kommen können? Ernsthaft jetzt? Ja, es ist egal. Den Kampf verlieren wir auch. Warum eigentlich immer Fee in der Führung? Ah, ich könnte kotzen. Ja, du schüttest jetzt alles. Ja, ich komme nicht mal zur nächsten Attacke. Den kriege ich jetzt noch weg. Ja, deine ekelhafte Fee leider nicht. Und damit gehe ich mit zwei Schönen drauf. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich einfach Dings geschildert. Ja, es ist ätzend. Es ist einfach ätzend. Bitte einfach keine Feenführung mehr. Bitte. Einfach keine Feen. Mehr verlange ich gar nicht. So, Kampf beginnt gegen Alexis
Founds. Es ist zwar keine Fee, aber ihr wisst, was ich damit meine, oder? Ihr wisst es. Vielleicht hätte ich einfach auf Stromstoß stopfen sollen. Ja. Er wird eh rauswechseln. Ja. Oder auch nicht. Wir lassen die Wechseluhr runterticken. Das ist ein Ladertankengleichstand. Das ist nicht so schlimm. Er hat Hauptsache, er hat nur Krypto. Hauptsache, er hat nur Krypto. Ja, muss ich schön. So, wir gehen in Maxax rüber. Egal, ich lasse es durch. Knöcher? Nee, na schweif, perfekt. So, erstens gehe ich auf Nachtdieb. Denke ich mal. Er kann leider runterfahren, ne? Das ist das Problem. Und er. Er schildert. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu heute noch sagen? Er schildert einfach die Drachenklaue nicht. Oh, come on. Er schildert einfach die Drachenklaue nicht. Gehe ich einmal auf Nachthieb, ne? Ich gehe einmal auf Nachthieb, Leute. Einmal geht man einfach nur auf Nachthieb und dann das. Ja, ich brauche hier gar nicht zu schilden, weil das ist eh verloren. Oh, er geht wegen Ausdruck sogar auf Erdbeben. Hätte er gar nicht machen müssen. Also es ist doch so. Hauptsache, er schildert nicht. Drachenklaue hätte ihn weggehauen. Drachenklaue hätte ihn weggeputzt wie nichts. Das heißt, mit Metaross hätte er Nachtdieb noch schilden müssen. Vielleicht, theoretisch wäre ich vielleicht noch mal zum Nachtdieb gekommen. Das habe ich jetzt echt nicht kapiert, aber okay. Ja, er kannte mein Team, ne? Aber trotzdem. Ja, Drachenklaue, Nachtdieb, raus. Im Metagross. Nachtdieb hätte ich wahrscheinlich ein Schild gekriegt. Ich hätte doch auch nicht gedacht, dass er in Draugoran reinkommt. Ja, vielleicht dachte er, ich hätte eine Fee hin oder so. Aber, ey, das macht heute. Oh, endlich mal eine gute Führung. Die erste gute Führung heute Abend. Ja, und hier kann ich gleich drin bleiben erstmal. Hier kann ich definitiv erstmal drin bleiben. Beziehungsweise. Wir fangen hier ab. Und hoffen, dass wir runterfahren können. Oh, Metaross. Perfekt. So, ich gehe jetzt einmal auf Sternhieb und hoffe einfach, dass er schildert. Perfekt. Na, zweiten schaffe ich diesmal auch nicht.
Oh, ich bin zu früh rein. Nein. Die Wechseluhr ist noch nicht rum. Oh, ich kotze im Strahl, Leute. Ich kotze im Strahl einfach jetzt, ne? Ich kotze einfach jetzt im Strahl. Ich muss chillen. Ein Flammenwurf würde ich so nicht überleben. Hol aus. Ja, er hat viel zu viel Leben. Ah, nur weil ich zu früh reingegangen bin, ne? Ja, und das ist der nächste Schlagbohrer. Oh, ich reg mich gerade über mich selber auf, ne? Einfach abwarten. Ich hätte einfach nur abwarten müssen. Ja. Also das Team hier funktioniert auf einmal heute gar nicht mehr. Warum auch immer. Okay, ich mache jetzt heute auch ganz schön Fehler. Ich muss einfach die Wechseluhr in Zukunft mal runterticken lassen. Ich war zu ungeduldig. Wem wollt ihr das hier erzählen? Diesmal gehe ich wieder in Magnason. Okay, Dragoran, das ist gut. Dann ist hinten noch ein Garados. Ich gehe jetzt einfach auf Stromschuss. Den er natürlich perfekt schildert. Ich schilde hier nichts. Ich schilde hier jetzt nichts. Ich brauche Metagross, ne? Und ich kann nicht abfangen. Wen wollt ihr das gerade erzählen? Ja, immer ein Kraftkoloss. Ich schilde jetzt doppelt und fahre runter. Mir egal. Eigentlich wollte ich den jetzt abfangen. Es läuft ja eh heute nichts richtig. Ja, es war so klar, dass jetzt Garados kommt, ne? Ja, den Kampf kann ich auch nicht mehr gewinnen. Wobei, doch, wenn ich den Angriff abfange. Eins. Rüber. Ja, aber, ja. Er wird doch eh nur Nassschweif einsetzen, oder? Ja, es war so klar, es war so klar. Warum geht er nicht einfach auf Knirscher? Ja. Charm macht zu viel Schaden, ne? Und er hat schon eine Attacke. Schon eine Antikraft, okay. Also, wir sehen uns definitiv in der Meisterliga jetzt. Nein, ich habe jetzt einfach die Schnauze voll von Premier. 0-5 reinzukriegen, tut echt weh. Wir waren kurz vor Expert.
Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.